Die AfD sorgt in den Umfragen jede Woche für ein neues politisches Beben. Und der blaue Tsunami kommt mit voller Wucht vom Osten über den Westen. Handelt es sich hierbei nur um belanglose Umfragen oder befindet sich Deutschland im Wandel? Moin, ich bin David und heute kümmern wir uns um die Alternative für Deutschland und um Deutschland. Die aktuellen INSA-Umfragen zeigen das Folgende. In fast allen ostdeutschen Bundesländern führt die Alternative für Deutschland. Und das sieht so aus. Sachsen 35% für die AfD, Thüringen 32%, Sachsen-Anhalt 29%, Mecklenburg-Vorpommern auch 29%, Brandenburg 28%. Die Umfrageergebnisse anderer Institute sind sogar teilweise noch ein wenig höher. Die AfD gewinnt also mächtig an Boden. Und auch im Westen merkt man das so langsam. Die Bild-Zeitung titelt wie folgt. Es ist ein Plusartikel, deswegen eine kurze Zusammenfassung. Bei den Erststimmen würde die AfD 44 von 61 Direktmandaten im Osten gewinnen. Und auch im Westen legt sie zu, zum Beispiel in Hessen liegt diese bei 17%. Bundesweit kommt sie laut einer GMS-Umfrage auf insgesamt 23%. Da kann man wieder sehen, dass die AfD trotz der ganzen Presseberichte und trotz der ganzen Brandmauern von der CDU und SPD und FDP, dass sie trotz all dem immer noch an Fahrt aufnimmt und langsam wirklich zu einer der stärksten politischen Kräfte in der Bundesrepublik wird. Ich finde das wirklich sehr interessant und sehr interessant für dich ist auch dieser Kanal. Denn wir sind politisch kritisch und du bist es auch. Deswegen nichts verpassen, jetzt abonnieren. Danke für deine Unterstützung. Hier ist der Bildartikel. Diese Karte kann keiner mehr ignorieren. Wir schauen sie uns gleich an. Hier sehen wir auch schon die Frau Weidel, den Herrn Chrupalla. Sie freuen sich. Kein Wunder, sie haben wirklich jeden Grund dazu. In Ostdeutschland liegt die AfD in den jüngsten INSA-Meinungstrends in allen Bundesländern Ausnahme Berlin vorn. Ja, warum Ausnahme Berlin? Naja, Berlin ist eine Welt für sich. Dort wird es bunt bleiben. Das ändert sich so schnell nicht. Wie das aussieht, wie bunt Berlin ist, das sehen wir ja aktuell am Brandenburger Tor. Es ist wirklich eine Schande. Es ist wirklich unglaublich. Aber wir haben ein anderes Thema heute auf der Agenda. Weiter geht's. Schauen wir uns jetzt einmal den INSA-Meinungstrend und hier die Karte an. Wir sehen ganz Ostdeutschland, fast ganz Ostdeutschland ist blau. Und wir sehen auch, dass der Westen überwiegend halt CDU dominiert ist. Etwas Grünes im Norden haben wir, im Südwesten auch etwas Grün und ja, sporadisch ein paar Roteinfärbungen. Und ich möchte bitte auch, dass du darauf achtest. Wir werden aktuell von der Ampel regiert. Siehst du irgendwo Rückhalt für die Ampelpolitik auf dieser Karte? Also ich sehe es wirklich nicht. Achte doch bitte einmal, in wie vielen Bereichen Deutschlands die Grünen Zuspruch erhalten. Das ist marginal, das ist wirklich kaum noch wahrnehmbar und trotzdem üben sie so einen massiven Einfluss auf die deutsche Politik aus. Sie zerstören Deutschland und das ohne jeglichen Rückhalt in der Bevölkerung. Das ist erschreckend. Das sind jetzt die Ergebnisse vom 18. September 2023. Schauen wir uns an, wie es noch vor kurzem war, nämlich 1. November 2022. Hier sehen wir, dass die Alternative für Deutschland noch absolut unterrepräsentiert war. Sie war absolut klein. Wir hatten viele Plätze, wo die Roten ihre Machtgebiete hatten und ein paar mehr im grünen Bereich. Aber auch hier siehst du ganz genau, die Grünen haben niemals den Rückhalt in der Bevölkerung gehabt, wie sie jetzt Macht ausüben. Das ist absolut verzerrt. Mit ihren 14%, die sie bei der Wahl hatten, machen sie eine Politik, die Deutschland zerstört, obwohl sie dafür vom Wähler niemals legitimiert wurden. Und das finde ich entsetzlich. So sollte Demokratie auf keinen Fall ablaufen. Und Schuld daran trägt natürlich auch mit großen Teilen die FDP, die sich darauf eingelassen hat. Ja, wie heißt es nochmal, Herr Lindner? Besser schlecht regieren als gar nicht regieren, bevor man in Rente geht. Richtig? Naja, das wird sich aber auch für die FDP rächen, denn diese wird eine Rechnung bekommen bei der nächsten Bundestagswahl. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was denkst du darüber? Und so manch einer, der AfD nicht wohlgesonnen ist, fragt sich jetzt, bedeutet das, dass Deutschland immer weiter nach rechts driftet? Gibt es immer mehr Rechtsextreme hier? Nein,
Das Almbacher Archiv hat dort auch eine Umfrage gemacht und das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Wir sehen hier einmal, so tickt Deutschland politisch. 37% sind in der Mitte, dann geht es nach links, 23, 7 und 2% und eher rechts sind 17, stark rechts 12, rechtsextrem 2%. Das wirklich Wichtige daran ist das Folgende. Die Zahlen sind nahezu gleich mit jenen, die Alsbach schon 2019 bei einer genauso aufgebauten Umfrage ermittelte. Heißt im Klartext, es gibt in Deutschland nicht mehr Rechtsradikale als damals. So, und schon haben wir jetzt sämtlichen Wind genommen aus den Segeln der Grünen, der Linken, der Roten und natürlich auch der CDU und der CSU. Denn Deutschland hat sich in seiner gesellschaftlichen Zusammensetzung in keiner Weise verändert. Zumindest nicht, was die Wahlberechtigten angeht. Es gibt nicht mehr Menschen, die rechts sind. Es ist einfach das, dass wir eine Akzeptanz mittlerweile aufgebaut haben für die AfD. Die AfD hat ihr Schmuddel-Image schon vor langer Zeit verloren. Sie hat es nie tatsächlich gehabt. Es wurde künstlich aufgebaut von Seiten der Pressevertreter und natürlich der Altparteien. Doch das hat sich gewandelt. Die AfD wird jetzt wahrgenommen als eine demokratische Partei und die AfD wird auch als das wahrgenommen, was sie in Wirklichkeit ist, als die einzige Oppositionspartei in Deutschland, die diesen Namen überhaupt verdient. Denn die CDU, CSU verdienen diesen Namen definitiv nicht. Sie sind auf keinen Fall so etwas wie eine Opposition und das haben sie jetzt aktuell im Fall Nancy Faeser bewiesen. Nur weil die AfD dafür gestimmt hat, dass diese zurücktreten soll, haben sie gesagt, nein, sie soll bleiben. Und das ist wirklich schändlich. Das ist mit einer der Gründe, warum die CDU in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Denn es ist tatsächlich so, dass die Alternative für Deutschland immer mehr Menschen anzieht. Und es sind weder Rechtsextreme noch Leute, die weit rechts außen sind. Es sind Demokraten, bürgerliche Menschen mit einem Hang und der Liebe zu Freiheit. Und diese wenden sich jetzt massiv von der CDU, von der FDP ab und wenden sich der Alternative zu, weil diese in ihren Augen mittlerweile die einzige Alternative für Deutschland ist. Doch welche Konsequenzen hat all das auf die Bundestagspolitik? Ich sehe da eigentlich zwei große Möglichkeiten und bei beiden Möglichkeiten ist die CDU das Zünglein an der Waage. Aber Achtung, diese Entscheidung wird das Schicksal der CDU endgültig besiegeln, denn diese hat zwei Möglichkeiten. Koalition mit der AfD oder den Untergang der CDU. Warum? Nun ja, wenn die AfD noch weiterhin so Fahrt aufnimmt und wenn die AfD bei der kommenden Bundestagswahl einen Spitzenplatz ergattert, das bedeutet, wenn sie die stärkste Kraft wird, dann bleibt der CDU nur eines übrig. Entweder sie entscheidet sich für eine Koalition als Juniorpartner der AfD oder sie nimmt teil an der neuen deutschen Einheitsfront zusammen mit der SPD, den Grünen, der FDP und der Linken, falls die beiden Letztgenannten es überhaupt in den Bundestag schaffen werden, wonach es nicht aussieht. Aber egal, wenn die CDU sich für ein Bündnis gegen die AfD entscheidet, wird sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Warum? Es wird dort keine Politik, keine konservative Politik mehr stattfinden können. Das würde bedeuten, dass die Bundespolitik ausschließlich nur noch darauf ausgerichtet wäre, die AfD und die Positionen der AfD zu verhindern. Das führt unweigerlich dazu, dass im Bundestag dann eine grüne Suppe gekocht werden würde, ohne jegliche Legitimierung der Wähler. Das würde Deutschland noch mehr zerstören. Es würde Deutschland dann endgültig vor die Wand fahren. Es wäre nicht mehr zu retten und die Grüne Partei wäre ein absoluter Nutznießer davon, ohne auch nur ansatzweise vom Wähler legitimiert worden zu sein. Und das, finde ich, darf nicht passieren. Zusammengefasst kann man nur sagen, die AfD ist auf einem absolut aufsteigenden Ast und die CDU ist in einer noch nie dagewesenen Bredouille. Denn diese steht vor der Wahl. Entweder absolute Neuausrichtung auf konservativ und Zusammenarbeit mit der AfD oder endgültiger Untergang hin der neuen deutschen Einheitsfront. Ich weiß nicht, wie sie sich entscheiden wird. Ich hoffe aber, dass sie sich auf die konservativen Werte wieder besinnt. Du solltest auch jetzt dieses Video hier sehen. Es ist politisch kritisch, genauso wie du. Jetzt klicken, wir sehen uns drüben. Danke für deine Unterstützung. Tschüss.